Grüße euch, Paraguay Live, wie immer in der vollen Sonne hier, am frühen Morgen, herzliche und sonnige Grüße. Viele von euch fragen wegen Swimmingpool. Das wird das heutige Thema sein. Bleibt an. So, ihr könnt euch an die Umgebung, ist etwas die gegen die Sonne gedreht, erinnern. So, und dann hier ist der alte Pool noch nicht ganz erneuert. So, die Arbeiter kommen gleich, also ich wollte euch schon mal einen Fortschritt zeigen, also hier gut die ist ja unsere Dusche von dem Pool. Hier war die Treppe, die ist jetzt abmontiert, damit man die Oberfläche macht. Dann die Wände werden etwas erneuert. Und der Boden, hier kann man es richtig erkennen. Also die alten Fliesen wurden ja praktisch abgerissen, da hat es etwas geregnet, da sieht man noch etwas Regenwasser. Und im hinteren Bereich, gut, die Palmen bleiben logischerweise. Und da sieht man noch, da könnten wir folgen. Und da seht ihr noch die, teilweise die alten Fliesen hier. So, aber ich sag mal, die Oberfläche, die sieht man hier. Diese Bordsteine, die wurden noch nicht ganz erneuert. Die werden noch entbehandelt. So, da sieht man also der Boden, die neuen Fliesen. Da noch die etwas verdreckte Sitzbank. Also die Jungs sind voll am Arbeiten. Aber wir schreiten voran, so oder so. So, also unser Swimmingpool ist 4 Meter in der Breite, 8 in der Länge. Und wir sind also mehr als zufrieden. Dann kam nochmal die Frage über die künstliche Swimmingpools, ja, also wir haben hier Swimmingpool, war wirklich aus Beton bzw. teilweise aus Steinen gemauert wurde und dementsprechend gefliest. Also das ist Qualität für Jahre. Also wir sind 20 Jahre hier in Paraguay und der Pool ist 18 Jahre, also 17 auf jeden Fall, ich schätze sogar 18 Jahre alt. Und jetzt wird er etwas erneuert. Daher, ich bevorzuge normalerweise immer die gemauerten Swimmingpools. Das sieht ihr noch von der anderen Seite aus hier. Das ist der Wasserfall und wir gehen hier live durch. So sieht jetzt hier die andere Seite des Pools. Ja, hier ist auch die Entwässerung. Die haben das richtig gestern noch geschliffen. Heute kommen die und machen den Rest. So, das ist also so die kleine Sitzbank hier. So, jetzt gegen die Sonne sitzt man vielleicht schlecht, aber das ist eine Top-Sache. Man kann sich da richtig hinsetzen und ja, kaltes Bierchen trinken oder sich einfach gerne unterhalten. So, da seht ihr die andere Rundung da hinten. Das ist im Prinzip für die Treppe vorgesehen, die auch da oben liegt, beziehungsweise daneben. Und im hinteren Bereich sieht ihr Jacuzzi. Also das sind drei Düsen und
Von daher, da kann ich auch jedem empfehlen, dass es gemacht wird. So, und da im hinteren Bereich, falls jemand interessiert, haben wir noch diese Kincho-Bereich, also diese überdachte Fläche, die sieht sehr originell aus, bin ich der Meinung, und gibt auch. So, daher nochmal ganz kurz zusammenfassend so. Ich persönlich bevorzuge natürlich festgemauerte Swimmingpools. Das ist eine ordentliche Arbeit. Ihr habt auf jeden Fall Vorteil und das ist ein massiv Swimmingpool. So, es gibt natürlich auf der anderen Seite ganz kurz erwähnt auch fertige, also Kunststoff-Swimmingpools, die etwas kleiner normalerweise sind und von der Tiefe auch nicht so tief. Es gibt natürlich wie bei jeder Lösung Vor- und Nachteile. Ja? Bei Massiv-Swimmingpool sehe ich das so, dass man das gut planen kann. Man macht einmal die Arbeit und die ist fertig. Die sind relativ pflegeleicht. Man muss es natürlich jeden Tag sauber machen, also kommt man nicht drum herum. Aber wiederum bei den Fertig-Swimmingpools, also aus Kunststoff, gut, die Qualität ist jetzt wesentlich besser geworden. Ihr könnt sicherlich googeln und die Pools ja auch finden. Die sind grundsätzlich auch meiner Ansicht nach etwas preiswerter. Also vom Preis her sind nicht so beständig. Also ich glaube es nicht, dass ein Pool da 15, 17, 18, 20 Jahre hält. Ja, also wenn es 10 sind, ist glaube ich schon viel. Die bleichen auch oft aus, also ihr dürft natürlich auch die Sonne nicht vergessen. Also hier haben wir 300, 320, 290 irgendwie Sonnentage und das ist schon Unterschied, ja. Plus natürlich die Wirkung des Chlores bzw. Salzwasser, wie auch immer, es gibt solche und solche Pools. Da habt ihr natürlich mittlerweile die große Wahl. So, was uns angeht, so, wir als Paraguay Live Team haben unsere Experten, wo wir euch im Prinzip alles aus einer Hand anbieten möchten und wollen. Also, angefangen von dem richtigen Grundstück, was heißt richtig? Richtiges Grundstück mit korrekten, richtigen Dokumenten, wo das Grundstück euer Eigentum ist. Über das Haus, also schlüsselfertige Haus. Wir haben, wie gesagt, Hausprojekte plus individuelle Bauweise. Ja, dann haben wir auch Swimmingpools, die auch richtig funktionieren. Also ich spreche jetzt massive Swimmingpools. Und natürlich nicht vergessen, der ganze notarielle Abschluss, wo wir auch die vertraute Notaren haben. Also von daher habt ihr einen Komplettservice von uns, die ihr gerne in Anspruch nehmen könnt. So, also falls ihr Fragen habt bezüglich des Swimmingpools oder wie man es macht, was die Kosten sind oder wie hoch die Kosten sind, die Kosten ändern sich natürlich, deshalb will ich da nicht unbedingt über Kosten reden, weil heute kostet, das sage ich mal, jetzt 400 Euro pro Quadratmeter und in 3 Monaten wird das schon vielleicht 500 Euro kosten. So schnell steigen oder können die paraguayischen Preise auch steigen. Falls ihr Fragen habt bezüglich des Neubaugebiets, was ihr auch hinten seht, ja, dann stehen auch die Häuser, wo ich ja immer wieder neue Fotos, neue Videos veröffentlichen werde, beziehungsweise über Swimmingpools. Bitte gerne nicht vergessen, die Fragen unten in den Kommentaren, beziehungsweise andere Möglichkeit, mich direkt per WhatsApp anzurufen oder aber per E-Mail anschreiben. Ja, also von daher, bleibt gesund, teilt das Video logischerweise. Ich werde euch wie immer weitere sehenswerte Videos aus unserem Kanal empfehlen.
Und wir sehen uns im nächsten Video. Also bis dato. Mach's gut. Ihr seht, also das Neubaugebiet wächst von Woche zu Woche. In diesem Sinne, mach's gut. Ciao, ciao.